Nachdem ich in 2021 schon mal alle Aspekte des ganzen Sims 4 Jahres als Zahlen und Statistiken festgehalten habe, möchte ich das mit 2022 ebenfalls nochmal machen. Wie viele Packs hatten wir, wie viele Updates gab es und wie sah der Inhalt aus 2022 allgemein so aus? Das Herzstück, welches den Spaß an The Sims 4 am Laufen hält, sind neben den kostenlosen Updates wohl die neuen Packs für The Sims 4. Von diesem gab es im letzten Jahr insgesamt 11 Stück, zu denen eine große Erweiterung, 2 Gameplay-Packs und 8 Sets zählen. Nachdem wir im Januar 2021 noch das paranormale Phänomene-Accessoire-Pack erhalten haben, gab es ab da an auch in 2022 keine neuen. Eigentlich total schade, wie ich finde. Für alle Spieler, die sich die Packs immer direkt zum Release kaufen, wurde es ganz schön teuer. Insgesamt 120 Euro musstet ihr loswerden, wenn ihr euch alle Packs direkt zum Release kaufen wolltet. Das entspricht also genau 10 Euro pro Monat. The Sims 4 ist, wenn ihr regelmäßig dranbleibt, von den Kosten also circa so teuer wie ein Spotify-Abo. Ganz kurz, wenn ihr auf verschiedenste The Sims 4 Inhalte bis zu 60% sparen wollt, schaut bei meinem Partner Instant Gaming über den Link in der Beschreibung vorbei. Nach 8 Jahren The Sims 4 und unzähligen Packs verbraucht The Sims 4 auch immer mehr Platz auf eurem Computer. Ganze 3,87 GB verbrauchen alle 11 Packs nämlich auf eurer Festplatte. Um The Sims 4 auf neue Packs vorbereiten und mit neuen Features versorgen zu können, veröffentlichen die Entwickler regelmäßig größere und kleinere Updates, von denen es letztes Jahr insgesamt 16 Stück gab. Aber auch neue Sims Delivery Express Inhalte waren Teil von kostenlosen Ergänzungen, von denen wir insgesamt 11 Stück erhalten haben. Die Entwickler haben ja schon im Oktober gemeint, dass in jedem Monat ein neuer Sims Delivery Express erscheinen wird, also können wir auch weiterhin in 2023 mit neuen Mini-Ergänzungen rechnen. Natürlich haben die Entwickler auch in 2022 mit den kostenlosen Content-Updates wieder neue Objekte veröffentlicht, insgesamt 7 im Baumodus und 47 im Erstelle einen Sim. Das entspricht ungefähr einem kleinen Accessoire-Pack. Auch wenn das nicht wirklich viel ist, die paar neuen Objekte nehme ich aber natürlich trotzdem gerne mit. Schauen wir uns mal die neuen Pack-Inhalte, die wir letztes Jahr bekommen haben, an. Im Baumodus haben wir insgesamt mit allen kostenpflichtigen Packs 443 neue Objekte und im Erstelle einen Sim 414 erhalten. Zusammen also im letzten Jahr 857 neue. So konnten sich alle Ersteller eines Sim-Modus-Freaks über 9 neue Bestreben und 4 neue Merkmale freuen, eines davon per Gratis-Update. Hier können die Entwickler meiner Meinung nach nochmal ein bisschen mehr Gas geben. In diesem Bereich gab es schon mal Jahre, in denen wir noch mehr im Ersteller eines Sim-Modus erhalten haben. Bei den neuen Fähigkeiten fürs Spiel sieht es leider noch ein wenig düsterer aus. Nur eine neue Fähigkeit konnten wir in 2022 neu nutzen. Die Entrepreneur-Fähigkeit mit 5 Leveln aus der Highschool-Jahre-Erweiterung. Auch bei den Karrieren gibt es noch Luft nach oben. Genauso wie in 2021 haben wir im letzten Jahr 2 neue Karrieren erhalten. Beide ebenfalls aus Highschool-Jahre. Wenn ihr in The Sims 4 schon fast alle Grundstücke vollgebaut habt und nicht genug von neuen Regionen und Welten bekommen könnt, habe ich gute Neuigkeiten für euch. Insgesamt 3 neue Welten wurden ergänzt. Im Jahr 2021 war es leider nur eine. Diese bestehen aus insgesamt 6 Nachbarschaften mit insgesamt 26 Grundstücken. Natürlich sind nicht alle von diesen bebaubare Wohngrundstücke. Beachtet eigentlich jemand von euch die Sammlung? Nein? Dann ist vielleicht jetzt ein perfekter Zeitpunkt, die im Jahr 2022 neu hinzugefügten 2 Sammlungen mit insgesamt 33 neuen Sammelobjekten zu vervollständigen, aber auch für die bereits vorhandenen Sammlungen wurden insgesamt 3 neue Sammelobjekte hinzugefügt. Das Leben eines jeden Sims muss irgendwann mal enden, das geschieht manchmal schneller, mal weniger schnell. Zumindest konnten wir unsere Sims mit 3 neuen Todesarten, 2 mit Highschool-Jahre und eine per Gratis-Update umlegen. Was denkt ihr über diese Zahlen? Gab es eine besondere Überraschung, mit der ihr nicht so gerechnet hättet? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.